Hvad er det, du begleitet früh sein Freund in zum Bahnhof fahren. Ja, das wäre ich ja noch mal weg. Warst du das nicht, Mensch? Jawohl, sein Freundin im Sommer früh zum Bahnhof fahren und hat anscheinend keine Zeit mehr gehabt, sich vorher umzuziehen. Das wäre alles halb so wild gewesen, wenn sie nicht noch ein paar Minuten auf den Zug hätte warten müssen. Ja, warum denn das? Hat er sein Auto halt ausgemacht. Der Zug ist reingefahren, von Willichhausen reingefahren. Seine Freundin ist endlich eingestiegen. Dann wollte er wieder rumfahren, nur der Karre ist immer angesprungen. Sauer Sache. Was hat er dann gemacht? Ja, was hat er dann gemacht? Das habe ich von mir oben am Berg genau gesehen. Das hat der Brüchner. Der Brüchner am Berg gesehen. Nein, keine Ahnung. Wir haben noch eine Frau, die nicht weit weg wohnt vom Bahnhof. Ein Bärendienst erwiesen worden. Die hat bestimmt auch ganz schön blöd geklotzt, wo sie den Kerl in der Schlafen zu Hause gesehen hat. Ja, wer war denn das? Das kann er doch jetzt nicht sagen. Der hockt doch hin im Saal. Auf jeden Fall war es laut Kalender ein Freitag. Mitglieder jetzt zu einer härteren Sportart übergewechselt ist. Babbel doch kein Mist, was soll noch härter sein? Höchstens die Mittwochsturnerin. Zum Kampfsportfischer ausbilden lassen. So ein Schmann, wenn ich es euch sage. So was gibt's doch gar nicht. Und damit er die Hände trainieren kann, hat er sich ein 25.000 Liter Hai-Aquarium im Garten eingebaut. Das ist so ein Quatsch. Nur wenn er jetzt Haie einsetzt, wer soll denn das sein? Sollen das Haie fröst immer nach der Name? Namen sind wie Schall und Rauch. Aber bis jetzt sind eh nur Schnecken drin. Was ist drin? Schnecken sind drin, bis
Bier? Na klar. Ja. Aber bevor du schlägst. Mit dabei. Wenn schon mal so hat. Hör mal nach Günther Boy. Ist er sage und schreibe 2 Sekunden zu langsam gewesen. Ja, und wer soll das schon wieder gewesen sein? Sehr ruhig, sehr ruhig. Das ist einer aus der Haare. Eine Frau aus der Vorstadtstraße hat gesagt, dass sie das überhaupt nicht wundert, dass der in der Disziplin durchgeflogen ist. Es wird so ein Wunsch, so ein Wunderling sein, du! Oh,